Spukball gelernt. So, schön. Dann hat jetzt unser Filinara auch eine neue Attacke. Und, hey du, hatten wir schon gekämpft? Hallo? Ob sich fliegende Pokémon in eine andere Landschaft bietet? Ob sich fliegende Pokémon eine andere Landschaft bietet als flugunfähigen? Ey, die will gar nicht. Ach, die hatten wir wahrscheinlich schon. Ah, ich wollte doch gar nicht da reinlaufen. Mann. Gucken wir weiter. Mandygold hat geschrieben, das Bild ist fertig und es ist auf deiner Facebook-Page. Und zwar hat die Mandy ein richtig cooles 4000 Abonnenten-Special-Bild gemalt. Könnt ihr mal gucken, bei mir auf Facebook, also das ist www.facebook.com/baluilp, da findet ihr das Bild und es ist einfach richtig cool geworden. Dankeschön, danke, 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 Mandy, für diese coole Competition. Und Mandy schreibt noch, Balu, meine Mama wird dieses Jahr 50, außerdem hat sie sich jetzt schon entschuldigt. Ja, cool, ein runder Geburtstag. Genau wie ich halt einen runden Geburtstag mache. 30 ist ja schon, ganz schön alt. Da unten ist noch ein Item, habt ihr gesehen? Aber waren wir denn hier nicht schon? Ich verstehe das nicht. Wo laufe ich denn hier rum? Ah, da muss ich also durch die ganzen Blumen her. Okay. Und Mandy fragt noch, Balui, schaust du Animes? Und wenn ja, welche magst du am liebsten, außer Pokémon? Nun, ich schaue auch andere Animes und eigentlich ist mein Lieblingsanime immer noch Dragon Ball Z. Ist einfach richtig cool gemacht. Das Dragon Ball GT ist ja leider in Deutschland schlecht geschnitten worden und arg zensiert worden, dass das eigentlich nicht mal wirklich Spaß macht, das auf Deutsch zu sehen. Und deswegen, also das normale Dragon Ball Z, das könnte ich mir auch noch 100.000 Mal angucken. Und dann gucke ich auch noch ab und zu Naruto. Finde ich auch wirklich eine sehr, sehr coole Serie. So, jetzt mal gucken, ob das Pflanzensäule macht nicht so viel Schaden. Ganz vorsichtig. Wow, sehr gut. Nein, nein, Hauptsache es tötet sich nicht selbst. Nein, 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 nein! Ach, so knapp, du dusseliges... Ach, Mann! Das hätte doch jetzt die paar HP noch behalten können. Ich habe das Gefühl, die ziehen die HP prozentual ab. Die achten gar nicht darauf, wie viel Schaden das ist. Das ist einfach Prozentschaden. Ist das nervig? Ich will das fangen. Manno. So, was kommt denn jetzt wieder zum Vorschein? Schon wieder ein Viscargot. Das sollte aber diesmal wieder kein Problem darstellen, weil wir haben es schon. Warum soll ich es nochmal fangen? Los, töte es! Das war ja nicht so effektiv. Stimmt ja. Aber was soll's. Oh Mann. Los, nach Schweif, ins Gesicht. Guck mal, was schreibt ihr denn noch? Der Spike Sally schreibt, wie viele Sonderbonbons gibt's? Sonderbonbons gibt's eigentlich? Ich habe 3 und möchte wissen, ob es noch mehr gibt oder ob man sich die kaufen kann und wenn ja, wo? Miri, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man sie sich kaufen kann. Früher hat man sie sich einfach geklont und ercheatet und so, falls einer die Zeit noch kennt. Yay, KP Plus, das hat sich ja mal wieder überhaupt nicht gelohnt. Ja, wobei doch, ihr habt ja gesagt, ich soll später dann mal zusehen, dass ich ein paar Attacken an meine Pokémon erhöhe. Also ein paar Attacken, Mehrzahl, so. Was ist das? Oh, eins aus der ersten Generation. Nee, wenn ich jetzt wieder sage, eins aus der ersten Generation, bin ich nur wieder der Böse. Waren die aus der ersten Generation? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich würde ich gerne eins fangen, vielleicht macht Surfer ja nicht so viel Schaden. Nee, doch nicht. Nee, doch, meine ich. Schade. Tja, ich weiß nicht, aber so ein Pokémon, das brauchen wir auch irgendwann nochmal. Aber wenn ich jetzt gegen so einen Fünferkampf erst versuche, eins zu fangen, dann sind wir noch bis Weihnachten dran mit dieser Folge. Balui! Oh nein, das ist wieder Sina. Mit Sicherheit. Ja, seht ihr? Du weißt bestimmt schon, was jetzt kommt, oder? Kein Schema. Na was wohl, wir kämpfen jetzt natürlich. Schließlich sind wir Pokémon-Trainer. Ey, du musst... Nein, das ist voll unfair. Hallo, also... Was soll denn das? Nee, Sina, Sana. Entschuldigung. Alter, die hat... Ich weiß gar nicht... Die hat so knappe Klamotten, das geht gar nicht. Vor allem in dem Alter. Die hat noch eine süße Mieze. Jetzt sag nicht mal, ein halbtotes Team muss gegen die kämpfen. Och, was soll denn das? Gibt's jetzt eine Hydropumpe? Ach nee, das ist, glaube ich, ein Elektro-Pokémon. Nicht so gut, nicht so gut. Aber es hat gereicht. Oh, ich wollte das aber nicht. Jetzt mache ich Sana traurig. Das ist doch schade. Viscogon. Noch, wir kämpfen aber weiter. Mir hat dazu geschrieben, wie viele es im Spiel gibt, also Sonderbonbons, weiß ich nicht. Aber du kannst dir bei der Kampfprüfung in Batika welche für Kampfpunkte kaufen. Was ist denn Batika? Ist bestimmt eine Stadt.
Aber das weiß ich auch nicht. Also wie viele Sonderbonbons es gibt, ist echt eine gute Frage. Drachen scheinen wirklich sehr immun gegen Wasser zu sein. Und ich weiß nicht, warum. Wenn ich mit meinem Attacken noch den Drachen beschädige. Also ich meine, das ist auf Wasser. Na gut, dann ruhe ich mal Filinara und wir probieren einfach den Spukball aus. Den wollte ich sowieso schon testen. Bling, bling. Hahaha, es hat keine Wirkung. Spukball. Nein, 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 mein Bildschirm wird schwarz. Nein, warum? Was war denn da schon wieder? Wag es, mein Filinara zu vergiften. Dann gibt es Ärger. Mondgewalt. Ist das Ding stark? Yes, sehr effektiv. Hast gut gemacht, Filinara. Super. Ich bin sehr stolz auf dich. Pling, Level up. Da-da-da-da. Turtok auch noch dick XP. Und sie holt als nächstes Quajutsu. Das war dieses Wasser-Pokémon. Dagegen ist nur, also besonders gut, Brigaron. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Also ich weiß auch, Batika ist glaube ich, wirklich eine Stadt. Da habe ich, glaube ich, mal auf der Map gelesen. Oder heißt die vielleicht ein bisschen anders? Ich bin gerade gar nicht sicher. Ach, dieses Pokémon, Alter, so ekelig mit dieser Zunge um den Hals, Alter. Bäh, da wird mir schlecht von. Bin froh, dass ich kein Wasser-Pokémon gewählt habe. Fluchtwert steigt. Naja, das nützt jetzt auch nicht so viel. Das ist sehr effektiv. Entschuldigung, Sana. Tut mir leid. Nein, tut mir eigentlich nicht leid, aber... Oh nein! Ein Pokémon-Kampf gegen Freunde macht mich immer so nervös. Ja, das ist bestimmt der Grund, warum sie verloren hat. Ist aber schade. Irgendwie muss ich gerade an unseren Kampf damals in Aquarelia denken. Das war das erste Mal, dass wir einen Pokémon-Kampf gefeiert haben. Oh nein! Hallo Balui, ein Sana! Wer kommt denn jetzt? Die beiden, wusste ich's doch. Stören wir gerade? Nein, überhaupt nicht! Was führt euch beide her? Dasselbe wie dich, Sana. Als uns der Prof von Balui berichtet hat, haben wir alles stehen und liegen gelassen. Und sind gekommen, so schnell wir konnten. Warum? Was habe ich gemacht? Und außerdem, Sana wollte doch nach Hause. Warum ist sie schon wieder hier? Balui! Entschuldige, dass ich dich damit überfalle, aber wie wär's mit einem Pokémon-Kampf? Nein, ich will... Ach Mann, warum denn? Ich bin ein halbtotes Team! Das ist total unfair! Was ist das überhaupt hier jetzt gerade? Manno! Das könnt ihr nicht einfach machen! Wenn ich auch noch gleich gegen den anderen Dulli kämpfen muss, ne, dann hat's aber! Die wollen mich bestimmt einfach nur auf die Arena vorbereiten. Nicht auf die Arena, auf die Liga. Auf die Liga der außergewöhnlichen Balloons. Gentlemen. Naja. Und er setzt als nächstes Roserade ein. Na, holen wir mal eben schnell das Logok. Das sollte die ganze Sache ultraschnell regeln. Und ist da eine Blumentante. Ja, musste ich. Roserade. Ist das irgendwie nach Roselia eine Weiterentwicklung oder so? Feuerfeger ins Gesicht. Ja, das ist auch sehr effektiv. Wahrscheinlich ist es nach Rosalie oder so, oder Rosa, was weiß ich, wie die genau heißt. Logok Level 76, Alter, das geht voll ab. Ich habe halt ein starkes Team. Tierno setzt als nächstes Krebutak an, das klingt auch wieder nach einem Wasser-Pokémon. Von Krebs oder so. Gucken wir mal, was es ist. Vielleicht habe ich mich auch wieder vollkommen vertan. Und es ist ein Krebs. Ja, seht ihr? Habe ich gut erkannt. Dann machen wir Pflanzsäule und dann sollte das Ganze ganz schnell erledigt sein hier. Pling. Sehr effektiv. Krebs hat gute Musik. Ihr habt keine Chance gegen mich. Och, nicht weinen. Merkwürdig, wenn ich gegen dich verliere, macht mich das gar nicht so traurig. Nee, das ist wohl die Kraft der Freundschaft. Nee, du siehst auch nicht traurig aus. Nee, ist alles gut. Schön, danke, dass du mir dein Geld dafür gibst, mein Freund. Ich will jetzt nicht nochmal kämpfen. Hallo, Tierno fordert dich jemand zum Kampf heraus? Ich glaube, ich bin in dem falschen Film. Durch das Erlebnis in Chromexia bin ich ins Grübeln gekommen. Wäre Balui nicht gewesen, hätte ich sich ein für alle Mal ausgetanzt gehabt. Deshalb will ich ihn noch besser kennenlernen. Und was eignet sich besser dazu als ein Pokémon-Kampf? Ich weiß, das klingt ziemlich eigennützig, aber das ist eben meine Art, Danke zu sagen. Tierno, das ist ganz und gar nicht eigennützig. Ich finde es wunderbar, wenn Trainer wie wir einander über Kämpfe besser verstehen lernen. Aber zuallererst sollten wir deine Pokémon wieder aufpäppeln. Ey, und meine auch!
Und jetzt noch dein Team, Baloo. Danke, wo wir schon mal dabei sind. Ich will dich auch herausfordern. Diesmal aber nicht zu einem Pokédex-Vergleich, sondern zu einem schönen Pokémon-Kampf. Och Mann, Leute! Was denn hier kaputt? Warum wollen die mich alle angreifen? Seid ihr ein bisschen doof? Leute, das erste Mal, dass wir gegen den kämpfen, guck mal. Und gegen Tiano war auch vorhin das erste Mal, oder? Der hat aber eine komische Frisur. Raichu! Turtok ist da, glaube ich, gerade nicht die beste Wahl. Aber Dankeschön, dass er schon mal mein Team geheilt hat. Damit kann er schon mal arbeiten. Wir holen. Findinara, komm mal her. Ich glaube, die Folge überzieht sich gerade vollkommen. Einfach, weil ich nicht wusste, dass da so viele Leute kommen. Bling, bling. Wangenrubbler. Nein, nicht paralysieren. Ich hasse jede blöde Folge, die ich spiele. Jede. Immer. Paralysiert. Immer. Paralysiert kann ich angreifen. Ach, das ist doch scheiße. Nervt mich das. Mach was, Felinara. Mach ihn weg. So ein Müll. Ja, sehr gut. Wenn gleich noch einer kommt, ne, dann raste ich aber aus. Es reicht doch jetzt mittlerweile an Leuten, die gegen mich kämpfen wollen. Pokémon wechseln. Florges, das ist wahrscheinlich wieder so eine Blume. Dann holen wir mal Logok her. Klingt zumindest nach Blume. Ja, sag ich doch. Florges. Die haben aber echt außergewöhnliche Pokémon, muss ich mal sagen. Die haben alle noch nicht gesehen. Naja, nicht alle, aber die meisten nicht gesehen. Aber keine Chance. Deiner Blumendame hast du auch keine Chance gegen meinen Logok. Mal gucken, was hat er denn noch so im Ärmel? Und zwar als letztes noch Aerodactyl. Die haben alle irgendwie die gleichen. Immer Wasser und Pflanze und was weiß ich. Komm mal her, Brigaron. Wenn der mein Team nicht danach wieder heilt und mein Felinara weiter paralysiert wird, dann raste ich aus. Noch mehr als sonst. Und was holt er? Ach, das ist Aerodactyl, ist ein Flug-Pokémon. Ach, das wusste ich natürlich. Mist. Was macht ihr jetzt? Was macht ihr jetzt? Was? Was? Was ist los? Ah! Was hat er gemacht? Was ist das? Alter! Was ist das für eine Attacke? Krass, eine Kiste. Wehe, der macht das nochmal. Super, schade. Okay, damit kann ich arbeiten. Oh nein. Och nein! Das ganze Team in meinem Eimer ist schon verwirrt. Nein. Nein! Und es verletzt sich auch noch. Boah, es ist immer bei mir selber. Ich krieg's. Nein, nicht schon wieder. Oh. Oh. Mann! Du dusseliges Aerodactyl. Und jetzt tötet sich wahrscheinlich auch selber. Ach nee, vorher ist Aerodactyl selbst besiegt. So, zieh jetzt davon. Angreifst. Ich hab dich wohl unterschätzt. Ja, in der Tat. Mann! Ich hätte noch andere Pokémon gehabt, aber... Oh, endlich. Ich hab noch so viel zu lernen. Oder bin ich vielleicht einfach zu schwach? Du machst dir Sorgen, dass du zu schwach bist? Du bist ganz schön ehrgeizig geworden, Trovato. Ich glaube, diese Reise hat uns alle verändert. Vielleicht verdanken wir das aber auch unseren Pokémon und unserer Freundschaft. Apropos, wo steckt eigentlich Serena? Nein. Die trainiert gerade fleißig mit Mr. Mega. Sie meinte, wahre Freunde verstehen einander, selbst wenn sie nicht immer am selben Ort sind. Wahre Worte. Wie dem auch sei, wir haben noch etwas zu erledigen. Bis bald. Ich bin so froh, dass ich diese Reise gemacht habe. Sie hat mich an viele Orte geführt und ich und in euch habe ich ganz tolle Freunde gefunden. Zudem bin ich einer Menge interessanter Menschen begegnet und habe viel erlebt, woran ich auch später noch gerne zurückdenken werde. Danke für alles, Froxy. Was? Wieso ich? Hier, Baloo, das ist von uns. Ja, Kaskade, endlich haben wir es. Kaskade, ja! Damit kannst du Kaskade im Kampf einsetzen und selbst wenn du noch nicht im Besitz des Arena-Ordens von Fractalia City bist. Ich muss los, bis bald. Tschüss. Cool, und die Musik war auch sehr cool. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und dann sehen wir uns vielleicht morgen zur nächsten Folge Pokémon Y, wenn ich erforsche, was hinter dieser Brücke liegt. Ich bin selber sehr, 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 sehr gespannt. Und hoffe, ihr seid auch mit dabei. Bis dahin,
Macht es gut und einen schönen Sonntag noch. Tschüss.